Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part City Skylines 2. Beim letzten Mal sind wir hier hoffentlich stehen geblieben, weil ich muss sagen, ich habe gerade schon aufgenommen, die Aufnahme ist nicht gestartet. Ich bin jetzt 10 Minuten zurückgegangen vom Safe Game her, vom Autosave. Ich hoffe, das ist so circa der Spielstand, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Beim letzten Mal haben wir auf jeden Fall dieses Viertel hier hingekriegt. Wir haben ein bisschen Gewerbe angesiedelt. Wir haben aber auch hier eine Straßenbahnlinie hingebaut. Und hier ein bisschen Büros hochgezogen. Generell, falls ihr den letzten Part verpasst habt, übers i ist er nochmal verlinkt. Dann seht ihr auch, wo wir eigentlich stehen geblieben sind. Was ich in der Zeit gemacht habe, wiederholen wir jetzt mal ganz kurz. Und zwar, okay, wir sind schon Stufe 14. Ich habe mir Radioteleskop, das Ding hier geholt und das hier. Weil die ein paar schöne Boni bringen. Das Radioteleskop stellen wir beispielsweise einfach mal hier hin, was sich anbietet. Das geologische Forschungszentrum machen wir mal hier neben den Bahnhof. Und das Ding hier ist richtig krass. Nachfrage nach Software, Produkt, Effizienz, alles schön und gut. Wir machen es hier hin. Das gilt auch stadtweit. Und wir brauchen jetzt ein paar Schulen noch. Dazu habe ich hier eine Uni gebaut. Ich habe sie hier hingebaut. Das sah es relativ katastrophal aus, muss ich sagen, weil ja, der glättet hier auch wieder das Terrain. Naja, gut, dann egal. Nee. So nicht. Oh, wir machen Minus. Wieso machen wir Minus? Ich bin gespannt. Das sollte sich eigentlich wieder geben. Ich hoffe, das ist ein Ja, wir machen eigentlich Plus, oder? Nee, wir machen echt Minus. Zuschüsse? Wo kommen die Zuschüsse her? Haushalte und Unternehmen erhalten Stadtzuschüsse, wenn ihre Steuersätze im negativen Bereich festgehalten werden. Die Stärke ihrer... Hä? Industrie. Beton. Ich glaube, das ist ein Bug. Wir machen 0. Das wirkte sehr random. Wir gehen hier einfach noch hin. Dann kommst du noch dahin. Und dann kommst du noch dahin. So, perfekt ausgebaute Uni. Dann brauchen wir noch ein College. Das hatte ich hierhin, glaube ich, gestellt. Auch direkt wieder mit den Erweiterungen. Ob das hier so... Ich hätte halt gerne die Möglichkeit, wenn ich das jetzt hier abreißen will, ich habe keine Ahnung, ich versuche gerade so Standardtasten irgendwie, wie Steuerung, Shift, Alt, um das Gebäude extern auszuwählen, also einzeln. Aber irgendwie sagt er nein. Dann rüsten wir mal kurz aber die ganzen Grundschulen nach. Die hier würde ich gerne in die Mitte ein bisschen verschieben. Hier so hin, ja, noch vielleicht eins rüber. So. Erweiterung. Kriegen wir noch einen Spielplatz hin? Ja, sehr schön. Ja, jetzt ist halt wieder die Sache. Jetzt müsste ich die Grundschule abreißen. Ich hoffe, das wird noch angegangen. Und dann tun wir auch noch die Grundschule hier hin. Auch hier. Der Spielplatz kann hier direkt daneben. Da freuen die sich ein bisschen. Ich glaube, die Grundschulen habe ich schon... Die habt ihr jetzt nicht gesehen. Oh, wir brauchen ein Abwasserding. Aufbereitung. Die Grundschulen, glaube ich, hatten wir beim letzten Mal noch nicht. Ich weiß es jetzt aber nicht. Heißt, die, da kann das Safe Game dann gespeichert worden sein. So, Abwasser perfekt, läuft. Wie sieht es generell aus? Brauchen wir immer noch ein paar? Ich würde noch einmal das, Postamt hier verschieben. Und zwar einfach dahin. Und dann hier noch eine Grundschule hinmachen. So, dann können wir hier Erweiterung, Spielplatz und hier habe ich auch noch eine Erweiterungsmöglichkeit. Hier sogar mal mit dem hier, einfach weil es geht. Und auch noch einen Spielplatz. Und hier haben wir auch noch eine Grundschule, auch noch Erweiterung, Spielplatz. Ja, ein Haus dafür weg, das kann man glaube ich opfern.
Damit haben wir die Sachen, glaube ich, gut ausgebaut. Wie sieht es gesundheitsmäßig aus? Friedhofsverfügbarkeit 80%. Ich würde mal ein, zwei Krematorien bauen. Aber wohin? Nur eins ist ein bisschen blöd hier. So. Mehr Platz für Leichenwagen. Was haben wir hier? Kühltruhenerweiterung. Zusätzlicher Verbrennungsofen. Ja, wieder ein Waldbrand. Interessiert niemand. Todesfälle, Behandlungskapazität. Brauchen wir immer noch ein paar. Behandlungskapazität bei Krematorien ist auch ein bisschen ein komischer Begriff, finde ich. Aber okay, wer bin ich schon? Was haben wir hier? Noch ein Postamt. Kriegen wir das noch woanders unter? Hier zum Beispiel. Dann können wir hier noch ein Krematorium machen. Sogar schön. So. Das gefällt dem nicht? Das ist doch mega Werbung. Wo steht ihre Taxihalle? Ja, neben dem Krematorium. So. Ja, ob wir die Fahrzeuge jetzt alle brauchen, weiß ich gar nicht. Wirkt vielleicht doch ein bisschen viel. Hier haben wir keine Ampel. Hier wäre vielleicht mal eine Ampel sinnvoll tatsächlich. Ich mach mal eine hin. Exklusiv geteilte Phase speichern. Schauen wir mal. Weil so kriegen wir halt die Fußgänger auch ein bisschen weg. Gut, hier haben wir den Stau jetzt komplett entfernt. Bald kommt hier wieder Happy Hour, glaube ich, verkehrsmäßig. Hier haben wir ja eine Vollkatastrophe. Unfall, Unfall, Krankenwagen. Da staut sich es natürlich jetzt komplett. Ist krass, ein Unfall, wie viel Verkehr der machen kann. Hier bei den Bussen muss ich sagen, keine Ahnung, was die haben. Das weiß ich wirklich nicht. Und wie sieht es jetzt geldmäßig aus? Dieses Betonzeug wundert mich. Ah ne, Gemüse haben wir nichts. Wo habe ich jetzt 0 hier? Jetzt bleibt es wieder bei 0. Okay, das war auf jeden Fall ein krasser Bug. Und 400.000 hört sich auch realistisch an. Gut. Gut, 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 gut. Ja, Leichenwägen fahren jetzt hoffentlich los. Ich muss sagen, hier fährt gefühlt gar nichts. Auch okay. Gesundheitsverfügbarkeit ist gut eigentlich. Außer da hinten. Da könnte man mal eine Klinik gebrauchen. Dann machen wir die doch mal hier hin. Damit steigt die auch. Patientenmäßig haben wir alles noch im Griff. Hier haben wir auch genug. Spezialbehandlungsstation können wir auch mal machen. Easy peasy. Verschieben wir die vielleicht mal ein bisschen mittiger, würde ich fast schon sagen. Vielleicht einfach mal hier hin. Die Sache ist halt die. Kriege ich hier einen Kreisel hin? Theoretisch ja. Praktisch schwierig. Wegen der Schule. Yo. Hier ist ein Kreis. Ja, dann fährt er nicht so weit. Falls er sogar nicht die Straße kreuzen kann. Aber dann haben wir es ein bisschen mittiger. Hier wäre auch eine geile Möglichkeit, einfach mal eine Straße. Warum habe ich hier so eine Ecke drin? Habe ich mir gedacht, das sieht gut aus. Hier einfach mal so eine Verbindungsstraße zu machen, aber ich glaube, das wird dann sehr, sehr voll. Wäre aber was. Boah, habe ich da jetzt Lust drauf? Na komm, wir machen's. Also hier
die Straße weg. Dann brauchen wir das. Ist eine sechsspurige mit Trennwand gewesen. So. Dann gehen wir... Ah, hier ist ein Strommast. Den müssen wir erstmal wegmachen. Ich hoffe, ich denke dran, den wieder zu verbinden. Am Ende meckern nämlich alle. Hm, wir gehen mal... Ja, keine 20. Ich würde 12,5 hochgehen. So. Und dann... Ist jetzt hier die Straße das Problem. Die Straße ist das Problem. So. Wieder auf 12,5. Ein bisschen mehr ruhig. So. Nein, hä? So, jetzt da. Zack. So. Jetzt ist die Frage, kriegen wir hier die Straße wieder hin? Ja. Glaube ich, nee. Doch so ein bisschen. Ja, das passt auf jeden Fall. Für mich soll es reichen. Zack. Zack. Den gefällt es hier gar nicht. Brauchen wir gerade Büros? Ich mache mal hier welche hin. Hier können die bauen. Jetzt da wieder eine Verbindungsstraße für die Schienen. Zack. Und dann sollte das passen. Dann können wir den Verkehr an einer Stelle vielleicht ein bisschen wegnehmen. Hier nämlich auch. Indem man die jetzt hier rüberfahren lässt. Mal gucken, wie viel Verkehr das tatsächlich macht. Notfalls müssen wir es halt wieder abreißen. Wäre dann traurig, aber wenn es ein bisschen Verkehr wegnimmt, ist da schon ein bisschen was gewonnen, würde ich sagen. Gut, dann würde ich hier vielleicht mal tatsächlich noch das machen, weil so viel von denen brauchen wir gar nicht. Können wir noch irgendwo die hinbauen? Ja, theoretisch wäre hier noch eine Möglichkeit. Ich weiß nicht, wie clever das in dem Spiel ist mit dem Verbinden von, also Verknüpfen von den zwei Sachen. Also Gewerbe und Wohngebiet. Im Vorgänger war das nie eine gute Möglichkeit, also keine gute Idee. Zumindest, das war schon eine Möglichkeit. Aber nie wirklich clever. Warte auf Leichenwagen. Aber er kommt. Also wir haben genug, es ist nur wegstreckenmäßig wahrscheinlich. Aber wir brauchen Strom. Ach ja. Werde ich dran denken? Wir haben die Antwort. So, ich nehme auf, das ist schon mal gut. So. Ist der jetzt einfach höher oder warum ist der jetzt... Keine Ahnung. Gut. Es läuft. Und verkehrsmäßig ist das hier echt entspannt. Also ich habe echt gedacht, dass wir mehr rüber wollen. Aber das macht die Straße natürlich ein bisschen leerer. Wahrscheinlich, wenn Rush Hour kommt, wird es auch ein bisschen voller. Aber er kommt jetzt wahrscheinlich gleich. Ah, hier wird es schon voller. Hier ist halt die Sache, die fahren halt irgendwie sehr langsam ab. Man könnte ähnlich wie hinten beim Gewerbegebiet, beim Industriegebiet, hier so eine Straße rüberlegen. Ich frage mich halt, wie sinnvoll das ist. Es würde einiges am Verkehr wahrscheinlich schon leichter machen. Dann müssten wir aber das hier wegmachen. Oh. Oh. Wie viel? Wir haben mittlerweile 65 Flächen, die wir nachkaufen können. Da können wir mal hier mitnehmen. Wir können aber auch hier mal ein bisschen was mitnehmen. Langsam muss das eh wieder erweitert werden. Und wie viel sind denn 44 Flächen hier so auf dem Wasser? Wie viel sind das? 30. Wir sind Mitte 15, Level 15.
Ja, können wir mal mitnehmen. Hey, Andak 150 Teils. Ist ein Achievement. Seht ihr sogar gerade. Hier haben wir, weil die hier rüber wollen. Warum? Hä, warum staut sich's hier? Hallo? Ich verstehe nicht, warum der hier nicht fährt. Ja, das ist halt wieder... Kann ich hier eine durchgezogene Linie machen? Warum ist hier eine gestrichelte Linie eigentlich? Gute Frage. Zweispurige Autobahn. Ich hätte aber gern nicht, dass die hier durchfahren dürfen. Normale Straße? Maybe? Wobei, dann dürfen die auch wenden. Es ist, die in beide Richtungen befahrbar ist. Wie muss ich mir das aber jetzt hier bei der dritten Spur vorstellen? Okay, hier ist durchgezogen. Okay, durchgezogen. Na gut, so müsste es klappen. Wobei, ist rausfahren eigentlich... Eigentlich ist rausfahren das Schwierigere. Deswegen machen wir es so. Dann können die sich hier zweispurig positionieren. Und wir machen... das Ganze einmal... Wo habe ich es? Hier. Öffnen. Du darfst nur dahin, du nur dahin. Let's go. Weg damit. Du darfst sowieso nur dorthin. Und du kannst jetzt raussuchen. Wobei, ich würde vielleicht hier auch noch eine zweispurige draus machen. Zumindest am Ende. So. Moment. Dann können wir hier nochmal öffnen. Und dann hast du hier einmal links, einmal rechts. Müsste stimmen, gell? Beziehungsweise hier ist geradeaus. So, ist richtig. So passt das hoffentlich. Okay, da können sich manche nicht einreihen, wie wir sehen. Und das hier ist auch eine... So ist besser. So ist es zumindest alles mit Autobahnen geregelt. Hier staut sich's ganz schön zurück. Ich hoffe, das gibt sich aber. Die Feuerwehr kommt sehr wahrscheinlich zu spät zum Unfall. Ne, warte mal, ich bin ja dumm. Moment, wenn sie hier rüber wollen, geht's nur da lang. Das ist ja mega dämlich. Ich meine natürlich, eigentlich geht's hier nur geradeaus. Gut, das ist jetzt für die Feuerwehr ein bisschen blöd. Die hat sich richtig eingereiht. Aber, was willst du machen? Was willst du tun? So, die Feuerwehr darf noch falsch rum. Ja, ich glaube, das ist das abgebrannte Haus hier gewesen wahrscheinlich. So, weg damit. Ich verstehe noch nicht, warum wir hier überall so hohe Mieten haben. Also, die haben sich ja das rausgesucht eigentlich. Auch hier. Aber auch nur dort in der geringen Dichte. Dann sollen die halt in Billigwohnungen umziehen. Die haben wir ja auch hier. Was zahlen die hier eigentlich? Miete 270 und hier? 1073, okay. Wir sind fast bei 90.000 Einwohner. Schön, schön. Das gefällt mir und wir haben noch so viel Platz, dass wir bebauen können. Also, ja doch, wir haben noch ein bisschen Platz. Bisschen Platz haben wir noch. Hier ist ein Feuer, schön fürs Feuer. Die Industrie wächst schon, also die haben wir schon lange nicht mehr ausgebaut. Fällt mir auf. Gab es einen Unfall oder warum staut sich's hier? Die Frage ist auch, warum habe ich hier, hier könnte man mal bei dreispurig bleiben eigentlich. Macht gar keinen Sinn, dass ich hier auf zweispurig wechsle. Außer ich habe es damit schon mal versucht und bin kläglich gescheitert, dann weiß ich das natürlich nicht mehr.
Aber so müsste es besser laufen. Hier kann ich es ja verstehen, wegen dem hier. Oh. Gab es hier einen Verkehrsunfall? Nee. Vierspurige Schnellstraße. So. Bis nach... Beziehungsweise eigentlich können wir das jetzt getrennt machen. Wir haben ja die Möglichkeit. Ich überlege gerade. Wir binden das hier mal neu an. Machen. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Aber man kann es mal so machen. Und dann nehmen wir dreispurig. Wir machen parallel. Einspurig passt auch. Also einer Breite. Das meine ich damit. Das Gute ist, wir sehen grob, wo die Autos lang gefahren sind. Dann können wir das hier machen. Beziehungsweise ich mache hier die Kurve einfach ein bisschen größer. Ist ja egal. Und wie wir es hier dran bringen, muss ich noch überlegen. Machen wir es erstmal so, wie es davor war. Auch wenn das nicht ideal ist, logischerweise. Das weg. Das sind... Das sind... Ne, das sieht katastrophal aus. Machen wir es so. So. Habe ich das beim anderen Mal gemacht? Weg. Verbinden wir das hier einfach und dann. Ohne Snapping. Okay, machen wir es anders. Hier eine zweispurige dahin. Hier eine zweispurige dahin. Und dann passt das, auch wenn wir hier eigentlich dreispurig, aber mehr geht halt nicht. Und dann können wir hier eine einspurige machen, die hier irgendwie hinkommt. Wieso auch immer das gehen sollte, aber wir lassen es mal. So, jetzt fließt der Verkehr hoffentlich. Irgendwie. Noch nicht so schnell, wie er kann. Das an der Straße? Haben die unterschiedliche Geschwindigkeiten? Das kann natürlich sein. So. Jetzt nach hier oben haben wir aber endlich mal eine gute Geschwindigkeit. Ach, hier hoch haben wir... Ach ne, hier hinter ist immer noch egal eigentlich. Die werden jetzt hier abfahren wahrscheinlich alle und dann da lang fahren. Hier haben wir ein Problem von keine Ahnung was. Von der Textur auf jeden Fall. Ich würde das vielleicht so machen. Wir sind ja eh zweispurig. Dann passt das schon und dann geht es wahrscheinlich ja auch besser weg. Ist aber schon ein guter Verkehr nach hier oben. Das kann man, glaube ich, festhalten. Hier gab es wahrscheinlich einen Unfall, so wie der Verkehr sich hier stockt. Weil ab hier fließt er wieder. Hier gibt es auch kein Problem. Hier gibt es einen. Weil die geradeaus wollen und hier hoch kommen sie nicht. Weil es hier Probleme gibt, und zwar hier mit der Ampel. So, ich mache mal den Zebrastreifen hier an der Stelle weg. Genauso wie die hier, außer den hier rüber. Und auch den hier weg. So, dann müssen die ein bisschen laufen halt, wenn sie wollen. Hier ist noch eine Ampel, die machen wir weg. So,
Jetzt sollte das hier hoffentlich besser abfließen. Man kann hier auch mal eine zweispurige draus machen. Dann geht das hoffentlich... Ja, nee, so hoch natürlich. Oh, das sieht interessant aus. Ja, wird hoffentlich gehen. Wird schon hoffentlich gehen. Ich muss sagen, durch die Schatten sieht man hier relativ wenig. Zumindest ist das mein Gefühl. Vielleicht seht ihr das auch anders. Dann ist das natürlich okay. Der Bus fährt hier jetzt rein wahrscheinlich, ja. Der LKW macht ja auch ein paar Probleme. Habe ich hier irgendwo noch Leute hin gebaut, dass hier so viel Verkehr ist verhältnismäßig? Normalerweise ist das ja eher ein ruhiger Ort. Okay, hier gibt es Verkehrsprobleme, weil hier mit der Abfahrt, ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es jetzt in der Aufnahme gesagt habe oder in anderen. Ich habe überlegt, hier was lang zu bauen, aber sehe ich gerade noch nicht, muss ich sagen. Dafür ist das Verkehrschaos hier auch nicht groß genug. Klar, es stockt hier zurück. Okay, vielleicht schon. Vielleicht habe ich nichts gesagt. Aber... Eigentlich müssen wir hier auch die Auffahrt nur für geradeaus machen. Ja, oder man macht hier eine Auffahrt. Da müsste halt alles länger sein. Dann könnte man es viel schöner aufsplitten. Hier kann ich verstehen, warum. Hier ziehen die Leute wahrscheinlich immer noch ein. Ja, hier zum Beispiel gründen sich immer noch Häuser. Kein Wunder, dass hier so viel los ist. Man könnte höchstens hier sagen, vorher eine Abfahrt noch. Eine zweite, die dann hier hingeht. Aber das sähe halt wieder aus. Aber es würde Verkehr verringern. Gut, zumindest kommen die hier hoch ganz gut. Hier ist auch aufgelöst. Und hier hat es, glaube ich, mit dem Nachzug einfach zu tun. Ich würde es noch ein bisschen laufen lassen. Und dann gucken. Weil, ja. Noch ist es nicht katastrophal. Auch wenn es natürlich sehr massiv ist. Hier hinter kommen sie aber gut. Wie ist hier Verkehr? Kaum. Die Brücke wird auch genutzt. Weil eigentlich es fließt. Ist jetzt nicht das... Okay, das ist eine Katastrophe, sowas, ja. Ja gut, einfach ineinander. Autounfall ist da. Wobei, es wird wieder weniger. Also wirklich, vielleicht hat das hier was mit den Häusern zu tun, die hier gerade gebaut werden. Deswegen würde ich es noch abwarten. Wir sind aber am Ende des Parts. Ich sag, oh, habe ich euch eigentlich gezeigt, dass ich das Krankenhaus verschoben habe? Das steht jetzt hier. Und es ist auch ausgebaut. Vielleicht war es noch im letzten Part, ich weiß es nicht. Wie gesagt, das war ein bisschen verwirrend. Ich sag auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen, hoffe, euch hat der Part gefallen. Schaltet gerne im nächsten wieder ein. Bis dahin, habt eine wunderbare Zeit, macht's gut und bleibt gesund. Tschüss!